Herr Bischof Neymeyer, Ihr Lächeln ist ja gerade wirklich unbezahlbar. Sie sind happy, oder? Ja, ich bin wirklich froh. Es sind sehr schöne Tage hier in Krakau, ein wirkliches Fest des Glaubens. Und man sieht ja jetzt auch hinter uns die Jugendlichen hinauslaufen aufs Feld der Barmherzigkeit. Die haben jetzt noch 12 Kilometer Fußmarsch vor sich und werden dann aber sicher zur Vigil heute Abend rechtzeitig da sein und draußen auf dem Feld übernachten bis zur Messe morgen früh. Gott sei Dank ist die Wettervorhersage schön, sodass wir hoffen, dass sie das alle gut miterleben können. Der Papst hat davon gesprochen, ihr Jugendliche seid Hoffnungsträger, ihr seid Hoffnungsbringer. Ist es für Sie hier in Krakau auch ein Zeichen der Hoffnung? Ja, ist es schon, weil die Jugendlichen hier erleben, es sind Jugendliche aus ganz vielen verschiedenen Nationen, die schwenken ihre Fahnen, aber sie gehören doch gemeinsam dem Volk Gottes, der katholischen Kirche an. Und ich hoffe, dass sie dabei auch erleben, dass Nationalismus und Katholizismus nicht zusammengehen. Wir haben gestern eine Gruppe von jungen Flüchtlingen begleitet oder zum Teil Teilnehmer aus Syrien und aus dem Irak. Wie sehen Sie die Situation von jungen Menschen, die eben ja auf der Flucht sind und hier in Europa Zuflucht suchen? Das ist natürlich gerade für die jungen Menschen eine ganz schwierige Situation. Viele sind ja auch alleine, also unbegleitet hierher gekommen. Und ich bin immer erfreut, wenn ich von Berichten höre, vor allen Dingen von jungen Erwachsenen, die hier teilnehmen und die sich in Projekten engagieren, in denen Flüchtlingen geholfen wird, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Das Verhältnis Deutschland-Polen war nicht immer einfach. Welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt hier in Krakau gemacht? Es ist die Erfahrung einer großen Gastfreundschaft der Polen, sowohl bei den Tagen der Begegnung. Die deutschen Jugendlichen waren ja über alle polnischen Diözesen verteilt in den Diözesen und Pfarreien, haben große Gastfreundschaft erlebt. Ein Jugendlicher sagte zu mir, so viel habe ich noch nie im Leben gegessen. Und auch jetzt hier in Krakau erleben die Jugendlichen die polnischen Jugendlichen und sagen, das sind ja wirklich ganz sympathische Leute, so wie Robert Lewandowski. Und das ist etwas sehr Erfreuliches, was auch dann die Nachbarschaft zwischen Deutschland und Polen sicher fördern und unterstützen wird. Alicia hat was mitgebracht. So, ich habe jetzt gerade eben noch schnell beim Bäcker und ich habe jetzt hier eine typisch polnische Backwarenspezialität. Schauen Sie vielleicht, nehmen Sie sich einen heraus. Wie heißen die? Das sind polnische, das ist eine Obwarzanka, Plural Obwarzanki. Und das ist in ganz Polen verbreitet, aber der Ursprung ist natürlich in Krakau, also ein typischer Krakauer Obwarzanki. Und ich finde die Form sehr schön, ich nehme mir auch einen heraus. Es ist ein Rund, es ist wie ein Ring, könnte man sagen, sehen als ein Siegel der Freundschaft. Und in Polen gibt es den Brauch auch an Weihnachten, dass man noch mit den Hostien, mit den Obladen teilt. Und wir machen das jetzt auch am besten, dass quasi jeder teilt sich ein Stück. Ich nehme mir was von Ihnen. So, genau. Ja, sehr schön. Und jetzt teilen wir mit dem Brot. Guten Appetit. Und ja? Guten Appetit. Wie heißt es auf Polnisch? Smacznego lub na zdrowie. Ja, dann guten Appetit. Ja, wie smacznego wuf na zdrowie. Genau. Ja. Nasrovje, das ist eher ein... Nasrovje kennt man bei uns auch. Genau, Nasrovje, das ist eher dieser Trinkspruch. Aber genau, Smacznego. Guten Appetit. Danke.